Inzwischen ist ja das ganze Land vom EC-Wahnsinn erfasst worden. Was soll man dazu sagen? Das ist natürlich Irrsinn. Also nicht nur die ganze Verunsicherung bei den Autofahrern, die Umsatzeinbrüche und die Aufregung bei den Tankstellenbetreibern, bei den Mineralölherstellern und so weiter, sondern der Punkt ist ein ganz viel einfacher. Es geht darum, dass hier potenzielle Nahrungsmittel in den Tank geschüttet werden. In einer Zeit, wo, was wir natürlich in Deutschland dank der Medien nicht gesehen haben, Menschen in Jemen, in Ägypten, in Tunesien Brote in die Luft gehalten haben, weil es den Leuten um Nahrungsmittelpreise geht. Es geht um das nackte Überleben von Millionen von Menschen. Und in der Situation verbrennen wir hier Pflanzen, die eigentlich Nahrungsmittel sein sollten. Man kann den Punkt sogar noch viel fundamentaler machen. Die ganze grüne Ideologie ist falsch. Denn eigentlich versuchen wir ein in der Schöpfungsordnung höher stehendes Produkt, das Zusammenwirken aus komplizierten Mechanismen im lebenden Universum, das Zusammenspiel der Sonne mit der Biosphäre der Erde, auf eine Stufe darunter zu bringen und es in einen reinen Kraftstoff zu verwandeln, der einfach verbrannt wird, um Hitzeenergie herzustellen. Also das ist natürlich Quatsch und wird nie funktionieren. Der andere Punkt geht natürlich an die Kollegen, denen wir uns heute hier mal genähert haben, nämlich an die EU und an die EU-Kommission. Vielleicht erinnern sich einige in Deutschland, wir haben viel Erfahrung gehabt mit Kommissaren, wir haben Erfahrung mit Politbüros, wir haben Erfahrung auch weltweit mit Wächterräten, mit höchsten Wesen und dergleichen. Wer braucht diesen Blödsinn? Denn diese Vorschrift der Verbrennung von Biokraftstoffen kommt natürlich von der EU-Kommission und wird von unserer voreiligen Bundesregierung, wie auch viele andere Sachen, natürlich übereifrig eingeführt. Es gibt hier einen ganz simplen Punkt. Frau Merkel, anstatt ihr politisches Kapital zu verspielen, was sie derzeit tut, indem sie dem Herrn Gutenberg ihre Unterstützung zusichert und sich da in Kämpfe stützt, die vollkommen also unnötig sind, anstatt dessen sollte sie wirklich den Punkt machen und sagen, wir haben weltweit ein Hungerproblem, wir haben nicht genug Nahrungsmittel. Länder weltweit verhandeln gerade darum, zum Beispiel in Südostasien, Nahrungsmittelreserven aufzustocken, weil einfach nicht mehr genug Reserven da sind. Und um dieser Sache zu begegnen, sollte jetzt von der deutschen Kanzlerin die Forderung gestellt werden, die Nahrungsmittelproduktion muss weltweit verdoppelt werden. Punkt. Denn man kann ja wirklich sehen, wenn man nochmal sich anguckt, dieses ganze Gezeter um den Herrn Gutenberg, das zeigt wirklich, in welchem irrealen Universum die Leute leben in der CDU, CSU. Denn ich meine, wenn die Annette Schavan rauskommt und sagt, sie würde sich also schämen für so jemand. Wenn der Lammert sagt, das sei der Sargnagel der CDU, ne? Irgendwo haben die einen Punkt dabei. Und dass die dann unter Attacke geraten aus den eigenen Reihen, das zeigt wirklich, dass die nicht in der Realität sind. Und ich kann Ihnen nur mal empfehlen, schauen Sie sich mal auf YouTube Videos an von dem Herrn Schabowski bei der Pressekonferenz im November 1989. Schauen Sie sich mal an, wie der Egon Krenz sich danach geäußert hat. Heute mit 20 Jahren Abstand sieht man ganz klar, dass die Leute, die kommen einem vor wie Museumsgestalten, die mit der Realität gar nichts mehr zu tun hatten. Und in genau dieselbe Position begibt sich wissentlich oder unwissentlich momentan Merkel, aber auch andere. Deswegen, anstatt dieses politische Kapital zu verspielen, sollte sie jetzt einen ganz klaren Schritt machen und anstatt den Gutenberg zu verteidigen, ihren Finanzminister sich an die Seite nehmen und sagen, schauen Sie mal, der Herr Schäuble hat hier was ganz Gutes gemacht. Das Finanzministerium hat sich mit dem Angelides-Bericht beschäftigt. Herr Schäuble hat öffentlich in Frankfurt seine Zustimmung zu der Sache geäußert. Ich als Kanzlerin kann das nur voll unterstützen. Jawohl, wir brauchen auch in Deutschland diese Untersuchungskommission. Denn wenn wir die Nahrungsmittel verdoppeln wollen, müssen wir die produktiven Kapazitäten ausweiten. Das heißt, wir müssen die Schuldenlast loswerden aus Rettungspaketen und dergleichen. Und das heißt, Glass-Steagall einführen und ein Trennbankensystem. Denn anders wird das gar nicht gehen, wenn man diesen Schritt praktisch durchführen muss. Vielen Dank.